Ja, glauben Sie, Bier ist Grundnahrungsmittel. Ja, Grundnahrungsmittel. Wir brauchen es halt, wir Arbeiter, damit wir gekauft haben. Das ist bei uns so. In meinem letzten Video behaupteten einige Alkoholapologeten, dass Alkohol ein Grundnahrungsmittel ist. Und ich kann mich erinnern, dass mir das auch als Kind von anderen Freunden gesagt wurde, als wir beim Schlecker an den Bieren vorbeigingen. Doch woher kommt diese Aussage? Wenn sie so weit verbreitet ist, muss da doch was dran sein. Steht es irgendwie im BGB, dass Bier ein Grundnahrungsmittel ist? Wird Bier wie ein Grundnahrungsmittel besteuert? Bevor wir schauen, ob es irgendwo geschrieben steht, dass Bier ein Grundnahrungsmittel ist, schauen wir mal, welchen Wahrheitsgehalt das folgende Statement hat. Wenn du eine halbe Bier trinkst, dann ist es ein Grundnahrungsmittel. Dann brauchst du den Rest des Tages nichts mehr zum Essen. Schon öfter habe ich gehört, dass Mönche damals zur Fastenzeit Bier getrunken haben, anstatt zu essen. Marken wie Franziskaner bauen ja auch direkt solche Mönche in ihr Marketing ein, auch wenn Franziskaner nichts mit einem Kloster zu tun hat. Aber es gibt tatsächlich bis heute echte Klosterbrauereien und früher hat man zu Fastenzeiten als Mönch tatsächlich viel Bier getrunken, weil Flüssiges das Fasten nicht bricht. Aber damals wurde das Bier noch anders gebraut. Das hat dann noch mehr Nährstoffe und einen geringeren Alkoholgehalt. Durch den höheren Wert von Kohlenhydraten und so weiter und Nährstoffen die Nahrung ersetzen konnte. Im Jahre 2014 schaffte es Chris Schreier in sämtliche Schlagzeilen, weil er sich 40 Tage nur von Bier ernährt hat, aber auch dieser verwendete Bier mit mehr Nährstoffen. Dieses Jahr hat der YouTuber Del Hall ebenfalls das gleiche gemacht und damit 20 Kilo abgenommen. Aufgrund der Menge des Alkohols steht es natürlich außer Frage, dass solche Diäten nicht sonderlich gesund sein können. Ob man die Diät ausschließlich mit normalen Oktoberfestbier durchstehen könnte, ist fraglich. Natürlich kann man eine halbe als Frühstück trinken und braucht den restlichen Tag nichts essen, aber der menschliche Körper kommt ja sowieso mehrere Tage komplett ohne Nahrung aus, also kein aussagekräftiges Statement. Dass sich Bier überhaupt als Ersatz für ein festes Nahrungsmittel eignet, liegt ja sowieso an Zutaten wie Hefe, Malz und nicht am Alkohol. Man könnte ja genauso Heroin in einen Smoothie reinmischen und es hätte gewisse Nährstoffe. Und für die, die jetzt sagen, dass der Vergleich nicht passt, weil ja Bier normal so hergestellt wird und das eine neue Erfindung wäre, früher, vor all den Verboten, war Bier ein deutlich vielfältigeres Getränk, in das man viele weitere psychoaktive Stoffe mischte, wie Tollkirsche, Stechapfel, Wermutkraut, Sumpfporst oder Schlafmohn, die Pflanze, aus der Heroin gewonnen wird. Das ach so gelobte Reinheitsgebot kann nicht mal. Ich will Bier mit Schlafmohn zurück. Man könnte sich auch einen Monat mit Haschmuffins ernähren. Das macht es weder gesund, noch lässt sich damit beurteilen, wie sinnvoll das Verbot ist. Und es bleibt damit auch noch gleichzeitig eine Droge mit vielen Risiken. Okay, nun zum Thema Steuer. Bier wird wie jedes andere Getränk mit 19% Mehrwertsteuer und nicht wie Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fleisch, Fisch mit 7%, weil sie als Grundnahrungsmittel gelten. Zusätzlich gibt es auch noch eine Biersteuer. In dem Gesetzestext, in dem bestimmt wird, dass man gewisse Zusatzstoffe nicht zu Bieren hinzufügen darf, wenn man sie mit dem Spruch gebraut nach deutschem Reinheitsgebot vermarkten will, wird Bier immerhin als Nahrungsmittel bezeichnet. Bei der Recherche zu dem Thema stieß ich auf so viele Artikel, bei denen Bier als Grundnahrungsmittel deklariert wurde, ohne dass eine Erklärung dafür geliefert wird. Folgende Erklärung wurde mir oft von euch zugesendet. Vor ca. 500 Jahren waren die Hygienebedingungen so ungünstig, dass normales Trinkwasser voll mit Keimen war und es daher unter anderem wegen dem antibakteriellen Effekt des Alkohols sicherer war, Bier zu trinken. Da wir heute sauberes Wasser haben, ist Bier heute nicht mehr so essentiell, um das als Erklärung dafür verwenden zu können, dass es heute ein Grundnahrungsmittel ist. Wenn man Grundnahrungsmittel offizielle Liste googelt, wird Bier explizit als Grundnahrungsmittel ausgeschlossen und ich denke, dass es spätestens damit offiziell ist, dass Bier kein Grundnahrungsmittel ist. Grundnahrungsmittel sind ja Nahrungsmittel, die in dem jeweiligen Kulturkreis den Hauptbestandteil der Nahrung ausmachen. Dass das Kulturelle da so relevant bei der Definition ist, wusste ich vorher gar nicht. Ich frage mich, was da so die Schwellen sind. Wie viele Leute müssen jeden Abend wieder Bier statt Wasser trinken, dass es wie damals als Grundnahrungsmittel durchgeht? Wie viele Leute müssen Veganer werden, dass das Gift Milch kein Grundnahrungsmittel mehr ist? Wie viele von diesen grandiosen Fokuspillen, die es im Open Mind Shop zu erwerben gibt, muss ich verkaufen, dass die als Grundnahrungsmittel gelten?
Ansonsten abonniert diesen Kabal oder wenn ihr ein besonders krasses Open Mind 3000 habt, werdet doch Kabal-Mitglied, denn diese Funktion ist seit kurzem bei mir auf meinem Kabal freigeschaltet. Danke, Dankeschön.